Hi Leute, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. Ihr habt schon mitbekommen, vielleicht, dass es auf meinem Kanal ein bisschen ruhiger geworden ist in den letzten Wochen. Das liegt daran, dass ich als Freiberufler unter anderem unterwegs bin zurzeit und arbeitstechnisch so ausgelastet bin, vor allem mit Videoprojekten, sodass BookTube im Moment ein bisschen hinten runterfällt. Es mangelt mir aber nicht an Projektideen. Ich beschäftige mich einfach gerade wahnsinnig viel mit neuen Gadgets, die ich mir geholt habe, mit Fachliteratur. Ich möchte euch einfach mal so einen kurzen Einblick geben, mit was für Büchern, mit was für Themen ich mich gerade so beschäftige. Ist zum einen Radio ganz viel, das ist sowas. So eine Richtung, in die ich mich ein bisschen weiterentwickeln will. Darstellungsformen, Sprechtechniken, ich habe auch Sprechtraining genommen. Radiojournalismus ist finde ich, ein sehr gutes Buch, was sehr viele Themen in diesem Bereich abdeckt, vor allem für Berufsanfänger, die da nicht so viel Ahnung haben. Damit bin ich schon durch. Da geht es um Design. Das ist vor allem für ja, also eher so für Print gedacht, und so ein bisschen auch Online-Webseitengestaltung, was mich jetzt nicht so interessiert, aber man kann viele Sachen, die für Print sind, eben auch genauso gut für Videosachen umsetzen. Sehr inspirierend und hat schon ein paar Aha-Momente mir beschert. Ist auch ein Titel hier, den ich empfehlen kann. Das Designbuch für Nicht-Designer. Aus dem Rheinberg Verlag, der sehr gute Bücher, wie ich finde, zu so Digitalthemen überhaupt macht. Und ihr merkt, ich habe sehr viele Bücher von Springer VS. Ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass ich das eine oder andere hier vorgestellt habe. Hier habe ich nur mal ganz kurz reingeguckt. Das ist inhaltlich hochspannend, weil es eben um Storytelling geht und dann sehr konkret für bestimmte journalistische Darstellungsformen. Das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass einfach so die Seiten ein bisschen eng bedruckt sind und das scheint dann ein bisschen mühsam zu werden, die Lektüre, aber ich gehe davon aus, dass es sich sehr lohnt. Dann, das ist ein älterer Schinken, da ist auch eine CD dabei für ein Laufwerk, das ich nicht besitze, aber thematisch ist es, glaube ich, noch nicht überholt, das Moderationshandbuch. Da habe ich im Medienhaus nochmal reingelesen, das hat mir ganz gut gefallen und moderieren muss ich immer wieder und dann ist das ein gutes Thema, ne? Ob vor der Kamera oder ohne Kamera auf einer Bühne, auf einem Podium, ist sowas immer ganz hilfreich. Und das ist etwas, womit ich mich ein bisschen rumschlagen muss, kann, darf, soll. Wenn man auch immer das sehen will, Projektmanagement hatte ich bisher gar nichts damit zu tun. Jetzt muss ich da sehr schnell, sehr klug werden in diesem Thema und ist jetzt eher so eine Pflichtlektüre, aber vielleicht auch ein Bereich, von dem man so langfristig was mitnehmen kann, wovon ich vielleicht noch profitieren kann. Es war so in aller Kürze ein Update, was bei mir so los ist. Was passiert? Ja, es gibt meinen Kanal noch, es kommen neue Videos, aber vielleicht nicht in der Frequenz, die ich bisher hatte, sondern eher ein bisschen seltener im Moment, bis sich das wieder eingependelt hat. Das war's schon für dieses Video. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch frohe Ostern. Tankt ein bisschen Sonne, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.